Mein Name ist Easy, die Meerjungfrau, und das ist Aqua Woman. Hi. Warte mal. Aquaman war ich natürlich. Leute, mein Name ist in welchem. Was machst du denn? Ich mach Aqua. Aqua, ich wollte gerade Antwort machen. Mein Name ist Easy Cheesy und damit willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft. Ariel Base, hi Flo, versus Aquaman Base. Und Flo ist Aquaman und coole Augen. Wassermelone, Aquamelone. Melonenman, let's go. Geh nur auf deine Seite. Ich weiß nicht, warum du dieses Mal so weit weg bist, Leute. Wir haben schon so viele Base-Folgen gespielt und normalerweise waren die Kisten immer... Warum schießt du auf mich? Habe ich dir irgendwas getan? Woher hast du überhaupt schon Pfeile? Aquaman hat gar keine Pfeile, Flo. Das ist gegen die Regeln. So, zack, alles klar. Funktioniert unter Wasser nicht. Wir haben, ja, das stimmt halt wirklich. Wir haben hier unsere Baumaterialien. Meine Challenge heute ist es, eine Ariel-Base zu bauen. Das sind die verfügbaren Materialien, die ich hier drin habe. Und Flo wird eine Aquaman-Base erstellen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, welche Base davon besser ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Base Flo's Base heute schlagen wird. Meine Base befindet sich hier hinter dieser Wand aus Wasser. Und weißt du, was ich mir sicher bin? Na, was denn? Das. Du fühlst dich heute ganz lustig, oder? Okay, jetzt zeig endlich mal deine Base. Ja, ich will mal sehen, was du hier gemacht hast. Lol. Wow. Not bad. Ey, voll cool. Komm, ich am Burggraben. Das ist die Aquaman-Base, oder was? Kannst du mir mal ein bisschen was über Aquaman erzählen? Ich kenne mich mit dem überhaupt nicht aus. Er wohnt im Ozean. Okay. Er trinkt Wasser. Oh, und Wasser. Er kann mit Fischen sprechen. Er kann mit Fischen sprechen? Warte mal, wo pinkelt Aquaman? Darüber reden wir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Alles klar. Also du hast hier so eine Art Aquapalast gebaut. Du hast Korallen außen dran. Die finde ich übrigens sehr schön. Besonders die rosanen. Spikes schätze ich mal zur Verteidigung. Wer wird uns heute angreifen? Das ist die Frage. Stimmt. Ich bin gespannt. Jedenfalls, okay. Guck mal. Wenn das nämlich der geilste... Wow. Oh mein Gott. Du hast einen Thronsaal? Ich bin schon oben. Ja, okay. Ja. Der Thronsaal ist überhaupt... Ich bin die Königin des Meeres. Und hinterm Thron kannst du sogar raus. Wirklich? Hinterausgang. Das ist ja cool. Ja, voll nice gemacht. Hinter Ausgang geht der Eingang. Kann man für beides nutzen, denke ich. Bam, okay, ich bin wieder drin und hier geht's genau, aber hier kann man nicht schlafen, deswegen, ja. Okay, alles klar. Ja. Das ist also deine Rüstung, der Aquabogen. Darf ich mal hier kurz ausprobieren? Nein! Warte mal, der verschießt so ganz komische Schneeflocken, weil Schnee gefrorenes Wasser ist, oder was? Ich habe ihn hier wieder reingemacht. Hier ist dein Bett, das sind jetzt aber nicht gerade Wassertiere, eine Giraffe. Das weißt du schon, oder? Häng dir doch Delfine. Ich hab meinen Dreizack. Das ist viel besser. Was soll ich mit dem Dreizack? Lass mich mal in Ruhe hier. Okay. Ich hab meinen Dreizack. Du hast einen Dreizack. Okay, dann hast du hier Wasserbomben. Oh nein, sorry, sorry. Oh, Flo, das war doch gar keine Absicht. Das hatte ich gar nicht. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Was ist das für ein Bogen, Alter? Gut, dass ich deine Wasserbomben dabei habe. So, Leute, seid ihr bereit? Mir steckt ein Pfeil in der Schulter. Ich bin breit. Können wir mal kurz operieren oder so? Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Guck dir das mal an. Immer wenn ich laufe, kommt so ein Pfeil raus. Alles klar, Leute. Hier hinter befindet sich die wunderschönste unterwasserirdische Base auf der Welt. Und ich würde sagen, ich zeige sie euch mal. Let's go! Tada! Der Palast von Ariel, der Meerjungfrau. Aber warte mal, ich sehe da gerade ein kleines Problem von oben. Problem? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Geh doch mal baden, Flo, weißt du? Du könntest auch mal bei mir baden gehen. Guck mal hier vorne. Ist das nicht cool geworden? Warte mal, zeig's mir von außen. Nee, komm mal hier raus. Und jetzt würde ich sagen, wir baden einfach mal und wer länger am Wasser aushält, gewinnt, okay? Aber was ist, wenn... Au, 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 au. Oh mein Gott, du bist einfach gestorben. Yes. Oh nein. Du musst sagen, was, wenn die uns angreifen, einfach drüber springen? Die können nicht drüber springen, das ist Fake Water. Guck mal, was, wenn die das machen? Ja, die kommen halt gar nicht rein. Nee, doch, guck mal. Hä, was? Du nimmst nur von vorne Schaden. Ja, gut, aber das weiß doch niemand. Okay, Flo, es ist eine gute Falle, okay? Keine Falle ist perfekt, aber die Falle ist immer. Das finde ich schön hier. Ja, genau. Willkommen jetzt auf jeden Fall in meine Ariel-Base, Leute. Das ist hier die untere Etage. Ich habe auch einen Thron gebaut und ich finde, der ist sogar noch schöner geworden als Flo's Thron. Das ist für eine Person gedacht, Flo. Quasi hier sitze ich. Sind zwei Plätze. Und auf der anderen Seite sitzt meine Schwanzflosse, okay? Bist du bereit, die zweite Etage dieser wunderschönen Base zu sehen, Flo? Oh Mist, ich wollte dich runterboxen. Okay, Leute, willkommen auf jeden Fall in der zweiten Etage. Wir haben hier quasi die Entspannungs-Area, wo Ariel, die Meerjungfrau, sich zurückziehen kann. Also quasi ich.
Und ja, hier ist die Couch. Hier sind so Beauty-Sachen, Kammmuscheln. Was ist das hier nochmal? Ich weiß es gar nicht genau. Eine Muschelhaarnadel. Oh, ist das schön. Und ja, andere coole Sachen, die sie benutzen kann. Hier vorne ist Ariel auch zu sehen mit ihrem kleinen gelben Fisch. Und der Krabbe. Kennst du die? Heißt sie nicht Sebastian oder so? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder heißt der Fisch Sebastian? Oder heißt Johannes? Ich Sebastian? Oder heißt Flo Sebastian? Ich weiß es nicht. Was? Guck mal, hier vorne ist ein paar Snacks. Flo, willst du ein bisschen was? Ich kann den Seetank anbieten und ich kann dir eigen Seetank-Salat anbieten. Also bei mir gibt es Schnitzel dabei. Okay. Aquaman ist Schnitzel, Leute. Ariel hat hier leckeren Seetank zu essen. Genau. Dann geht's hier vorne auf den Balkon. Den fand ich auch ganz cute. Hier vorne kann man sich quasi ein bisschen in diese Strandsessel chillen. Hier vorne sind Muscheln und das ist quasi der Außenbereich, also sozusagen der Balkon. Und dann geht's hier aber auch noch in die nächste Etage. Bäm, einmal nach oben. Und das sind die Privatgemächer von Ariel. Also bitte, Flo, geh raus. Oh, eine Muschel hast du. Ja, das ist mein Bett. Geh schon mal bitte, das ist hier Privatsphäre, okay? Au. Ja. Raus mit dir. Raus mit dir. Pff, tschüss. Okay, so, alles klar. Da haben wir jetzt unsere Ruhe. Also, Leute, genau, das ist auf jeden Fall das wunderschöne Muschelbett, das hier für Ariel steht. Finde ich mega schön geworden. Und da kann man halt auch richtig drin schlafen. Also, man passt da komplett rein und kann sich dann hier hinlegen. Und ja, das sieht einfach ultra hübsch aus irgendwie. Flo, was machst du denn schon wieder hier? Ich hab gesagt, du sollst weggehen. Okay, und wir haben hier Ariels Panzer, dann ihren Taucherhelm, wozu auch immer sie das braucht, keine Ahnung. Die Flossenspitzen und die Flossenrüstung, ja, auch die Flosse muss geschützt werden. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich eigentlich soweit ready. Wir nehmen uns hier nochmal das Schwert. Flo, sag mal. Ey, du bist heute echt auf Beef aus, oder? Hab ich das Gefühl? Wirklich. Ich hab einfach nur nicht mehr hingeguckt. Ich hab irgendwo hingeschossen und dich getroffen. Ja, hab ich auch gemacht. Warte mal. Passiert mir, glaube ich, auch gleich. Ich fühle das schon. Ah ja, hier. Also, sorry, wirklich. Tut mir auch echt leid, aber irgendwie. Ich bin ausgerutscht und meine Kugel ist. Ist in deinem Gesicht gelandet. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, Flo. Ich kann es mir auch nicht erklären. Lass meine Base! Wage es nicht! Kein Schritt weiter! Flo, kein Schritt weiter! Lass meine wunderschöne Ariel-Base in Ruhe! Nein. Viel Spaß. Geh wieder TNT. Zurück. TNT? Nein, du hast kein TNT in meine Base getan. Hast du TNT in meine Base getan? Please, sag mir, wo das TNT ist, damit ich es abbauen kann! Wir werden bestimmt gleich angegriffen. Hast du's? Nein, hab ich nicht. Wo ist es? Ich weiß gar nicht. Oh. Weißt du, ich find's eigentlich ganz angenehm. Warte mal. Was ist das? Hä? Flo, da ist irgendwas. Kann sein, dass... Da rum. Da hüpft irgendwas rum. Junge, was ist das? Wo kommt das her? Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ganz angenehm, dass wir hier unsere Ruhe haben, aber irgendwie... Ja, der weicht mir aus. Sag mal, greift der uns an oder ist es hier irgendwie so eine komische Art? Hallo? Nein, der greift an. Hör auf damit! Oh mein Gott, du darfst nicht zu nahe gehen an die, glaube ich. Was ist denn die voll schnell? Aber ich bin eine Meerjungfrau, von daher kein Problem. Hab ihn. Er hat einfach einen Fisch gedroppt, guck mal. Willst du einen Fisch haben? Bitteschön. Ich hätte auch noch ein anderes Geschenk für dich, Flo. Ich kann dir das mal bei dir hinterlassen, weil ich weiß ja, wie sehr du TNT magst. Also, oh, warte mal, da ist so ein Vieh. Warte, da ist noch eins, wo kommen die her? Ah! Oh mein Gott, Ich hinterlasse dir mal die Geschenke. Ich merke, wir werden gerade angegriffen. Aber du sollst ja eine Freude haben. Deswegen hinterlasse ich dir hier ein paar Geschenke, okay? Da ist schon eins. Vielleicht was noch. Machst du? Warte mal. Kann es sein, dass man vielleicht. Ah! Oh mein Gott, was hast du denn hier? Oh nein, nein! Wie kommen die denn hier rein? Junge, was so? Was wollt ihr hier drin? Du hast hier einfach ein Gym oder was? So ein Aquaman-artiges Gym? Ich bin nicht rein, das ist geheim. Das ist nicht nur geheim, hier sind auch irgendwelche Viecher. Ich verteidige gerade deine Base, weil die mich angreifen. Junge, geh weg hier, lass mich in Ruhe. Okay. Naja, so passt es eigentlich ganz gut. Warte mal, dann kann ich nicht mehr nach oben gehen. Cooles Gym hier auf jeden Fall. Okay. Warte mal, nein, wir haben ein Problem. Die Viecher haben sich vermehrt. Nein, oh mein Gott, die vermehren sich immer weiter. Das ist so eine Art Zellteilung, die da machen oder oh, sowas. Nein, das ist Paarungszeit. Oh nein, Hilfe! Okay, Ariel, die Meerjungfrau. Oh mein Gott, nein. Nein, der hat mir Abbaulähmung gegeben! Ich kann jetzt mich nirgends mehr rausbauen!
Wie wirst du nochmal raus, wenn der Base gehst? Keine Ahnung. Ja, stimmt eigentlich, ist eine gute Idee. Ich geh mal zu meiner Base. Meine Base ist sowieso besser. Die können einfach schwimmen. Die können fliegen. Was sind das? Das sind diese Guardians aus dem Tempel oder so, ne? Aus dem Unterwasser-Ozean-Monument. Ja, von dem Monument. Hey, komm schon. Wie viel Leben hast du denn? 1 Milliarde oder sowas? Okay, hier sind wieder noch mehr. Flo, schaffen wir das heute? Ich bin mir echt nicht sicher. Hier sind so was viele von denen. Die werden chillen bei mir im Wasser. Wait, ist dein Wasser. Denk was, dran. Was mit meinem Wasser? Dein Fake-Wasser. Stimmt, ich könnte dich da reinlocken. Ich habe hier nämlich Eimer. Und, Entschuldigung, würdest du mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich habe hier gerade zu tun. Und ich kann nämlich ganz einfach hier... Ah, die sterben schon im Fake... Oh Gott, ja, nein, jetzt bin ich im Fake-Wasser. Die sind so hardcore. Okay, ich kann nämlich das Fake-Wasser hier rausnehmen. Und ich kann einfach... Welches bei den placen, okay? Nimm das! Weil ich glaube, so kriege ich die vielleicht down. Ich glaube, heute müssen wir uns vereinen, Flo. Wir müssen das... Zusammen schaffen wir das. Allein wird es halt echt mit schwierig. Mit vereinten Kräften, komm. Wir holen uns die letzten kleinen Monster hier. Da sind Baby Guardians. Aber die greifen mal genauso die an. Die kleinen sind die schlimmsten. Die sind alle richtig schnell irgendwie. Junge. Lässt du mich mal in Ruhe hier? Ich kann hier nicht. Und die haben so Stacheln. Die sind richtig hardcore. Warte, ich hab Goldäpfel, alles gut. Wir müssen unsere Unterwassertempel schützen. Ja, spring ins Fake Water. Das ist eine gute Idee. Da ist noch einer. Da. Ein Unterwasserfisch. Er ist blau. Ich muss ihn... Wir nehmen fast alle. Komm schon, ich muss ihn töten, aber er weicht mir immer aus. Flo, ich versuche dich irgendwie zu töten, aber es geht einfach nicht. Ja, ich bin halt im Wasser. Nee, vor allem, du gibst einem Rückstoß irgendwie, wenn man dich schlägt. Hast du was ganz Komisches? Ich weiß nicht. Aber haben wir es geschafft? Sind die alle tot? Ne, hier ist noch einer. Ja, aber die chillen hier. Die chillen? Ich meine, wenn das jetzt deine Haustiere sind, von mir aus. Ich habe nichts dagegen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit diesen kleinen süßen Fratzen. Sind bei dir alle weg? Bei mir sind, glaube ich, alle weg, ja. Ich glaube, es ist geschafft. Oder wie sieht es bei mir drin aus? Alles safe, nee, Base steht. Wir haben alle geschafft, alles klar. Ja, Leute, das war's denn hier mit unserer Folge Base. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Base ihr heute schöner fandet und welche euch besser gefallen hat. Die Aquaman Base hier hinter mir gerade. Ein strahlendes Schloss oder das wunderschöne Ariel, die Meerjungfrau unter Wasserschloss. Lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.